Wie überwindere ich den Olivenbaum? Hallo, willkommen bei der Gartenmoni. Wer einen Olivenbaum hat, frägt sich natürlich, wie mache ich das jetzt am besten, überwintern, damit er den Winter übersteht. Also ich habe mich auch erkundigt. Ich habe meinen, ja hier, den habe ich da im Hintergrund, den habe ich jetzt schon ein paar Jahre. Und den habe ich ja in einen Topf drin. Und bis jetzt habe ich ihn auch immer reingeholt, den Wintergarten, den Winter über. Und ich habe mal eine Umfrage gemacht, ob ich den auch draußen lassen könnte, wenn man den schön abdeckt und so. Aber die meisten haben geschrieben, also das verträgt er nicht so gut. Und ich tue ihn lieber wieder rein. Und Olivenbaum, das ist halt ein Gewächs, was vom Süden kommt, der braucht Wärme. Und das hat er ja dann bei uns nicht. Ne? Er verträgt auch einmal Minusgrade bis ja höchstens minus 5 Grad, aber dann ist schon wirklich an der Grenze. Also tut ihn lieber rein, deckt ihn ab. Ihr könnt ihn wohin stellen, an einen dunklen Ort, also wie Garage oder in euer Gartenhaus oder so, aber trotzdem ein bisschen schützen mit Vlies auch. Ne? Aber da ist es dunkel, es macht zwar nichts, aber da fallen dann die Blätter ab. Und das ist zwar nicht so schlimm, weil im Frühjahr kriegt er ja wieder Blätter, aber wenn der im Frühjahr wieder dann austreibt, dann gibt er seine ganze Energie in diese Blätter. Stellt man den aber an einen hellen Platz, so wie ich jetzt da, da ist es hell im Wintergarten, ich habe meine ganzen Pflanzen im Wintergarten unbeheizt da stehen. Und da übersteht er das wunderbar, der verliert kaum ein Blatt. Und dann habe ich im Frühjahr gleich wieder einen schönen Baum. Und dann fängt er auch immer ziemlich bald zum Blühen an. Ne? Ja, das ist nämlich dann der Nachteil, wenn man das in einen dunklen Raum stellt. Kaputt wird er deswegen aber nicht. Also es wäre angebracht, wenn er den in einen Kellerraum, an ein großes Fenster stellt. Also immer, wo es hell ist, aber auch, wo es kühl ist. Ja? Weil wenn man den dann in die Wärme stellt, das kann man auch machen, dann ist es aber also nicht so gut, weil er ist dann auch recht lausempfindlich. Allgemein Pflanzen, wenn man überwintert in einem warmen Raum, dann kriegen die schnell Läuse und das ist nicht so gut. Ne? Also Wintergarten oder Kellerraum oder auch eine Garage, wenn man hat und hat ein großes Fenster da davor hinstellen, also das wäre ideal. Was mir noch einfällt, ist, wenn man in einen Flur stellt, wo es unbeheizt ist, aber hell ist. Also da kann man auch schön hinstellen. Ja, mit dem Gießen ist es also so, dass man den jetzt immer weniger gießt, also so langsam dran gewöhnt, dass er weniger Wasser kriegt. Und ihr werdet auch merken, wenn ihr den gießt, dass das lang dauert, bis die Erde überhaupt ein bisschen trockener ist. Der braucht jetzt nicht mehr viel Wasser und im Winter über dann immer bloß einmal, dass er nicht austrocknet, ein bisschen Wasser hin, weil er muss sich ja erst dran gewöhnen, dass er weniger Wasser kriegt. Ne? Aber das wird er selber merken, das braucht er danach gar nicht mehr. Und düngen natürlich auch nicht mehr. Erst dann im Frühjahr geht's wieder los. Also hier bei mir im Wintergarten, da geht's nicht unter 0 Grad. Ne? Aber wenn ihr jetzt den in einen Schuppen stellt oder so, da wäre es vielleicht angebracht, wenn er dann trotzdem ein Vlies drüber tut, weil auch im Schuppen wird es, wenn es draußen minus 10 oder 15 Grad hat, wird es im Schuppen auch sehr, sehr kalt. Ne? Da denke ich mal, da geht es auch unter die Nullgrenze runter. Ja, und in die Frostgrenze rein. Ja, und also wenn ich das machen würde, mach, ja. Ich habe zum Beispiel meinen großen Oleander, den lasse ich dieses Jahr draußen, decke den aber ab. Und da habe ich im Shop so ein schönes Wintervlies, mit dem werde ich den dann noch ein bisschen einwickeln und dann schützt es den doch ein wenig. Weil der ist mir jetzt zu groß, dass ich den rumtrage. Ist sehr, sehr schwer und muss nicht sein. Das muss jetzt einfach anders auch gehen. Und ich denke, der überlebt es auch. Ja, wenn ich euch mit meinen Tipps ein bisschen helfen konnte, dann lasst doch bitte einen Daumen nach oben da, abonniert meinen Kanal und aktiviert die Glocke fürs nächste Video, dann versäumt ihr das auch nicht. Und abonniert auch den Newsletter, der wöchentlich erscheint und schaut mal im Shop vorbei, wegen den Wintersachen, also die brauchen ja ihre Winterklamotten, also ich habe einiges drin, was euch vielleicht, oder wo ihr gar nicht dran denkt, aber das ist hilfreich für die Pflanzen den Winter über. Bis zum nächsten Video dann, tschüss, eure Gartenmoni, tschüss.